Maul, unser Zug fährt weg. Unser Zug fährt weg. Ach du lieber Himmel. Ja, jetzt kommen wir zu spät, zur Silberhochzeit, zum Onkel zu spät. Was machen wir bloß? Ich werde gleich mal den Onkel antelefonieren, dass man den nächsten Zug nimmt. Ja, vielleicht, ich werde mal reingehen zum Stationsversteher. Vielleicht kriegen wir einen Extrazug. Ach, Extrazug nicht. Ich will mal fragen, wann der nächste Zug geht. Ich werde schnell die Karten kaufen. Ja, ja, ich werde telefonieren. Ich gehe hier rein, ja. Rein. Entschuldigen Sie, Herr Stationsversteher. Ich war nämlich eben am Fahrkartenschalter. Ich wollte gern eine Fahrkarte haben, aber der Fahrkartenschalter war geschlossen. Ja, wir machen auch erst eine halbe Stunde vor Abgang des Zuges auf. Ja, der Zug war aber auch schon weg. So, na, und Sie wünschen? Ich wollte gern eine sogenannte Arbeiter-Urlauber-Ferien-Sonderrabatt-Sonntag-Richtfahrkarte haben. Tja, haben Sie eine behördliche Genehmigung? Nee, die brauche ich gar nicht. Ich brauche bloß die Fahrkarte, da fahre ich los. Nein, nein, wenn Sie keine behördliche Genehmigung haben, dann müssen Sie erst einen Antrag ausstellen. Aha, ja. Also zum Antrag. Sie heißen? Ich heiße Neugebauer, Herr Antrag. Herr Vorsteher. Neugebauer. Ja. Und Ihr Alter? Der heißt auch so. Ach, ich meine, wie alt er ist. Nun, er ist älter als ich, Herr Vorsteher, natürlich, ja. Ich meine Sie. Ach, Herr Vorsteher, Sie ist schon lange tot. Na, hören Sie mal, ihn meine ich doch. Ach, Sie meinen mir? Nun ja. Ach ja, das habe ich mir gleich gedacht, dass Sie mir meinen, ja. Aber warum sagen Sie es nicht? Nun, ich dachte, Sie wollen mich ein bisschen foppen. Wir haben ja Zeit dazu jetzt. Nein, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Aha. Also, wie alt? Ich bin 40 Jahre, bin ich ja, Herr Vorsteher. 40 Jahre, aber ich fühle mich, unter uns gesagt, ich fühle mich noch viel jünger. Das will ich hier nicht wissen. Na, ich kann Sie nur draußen sagen. Unglaublich. Was isst er? Am liebsten Selleriesalat. Na, hören Sie mal, ich will doch nicht wissen, was Sie zu sich nehmen, sondern was Sie, Was ich von mir gebe. Nein, ich will wissen, was Sie für ein Gewerbe treiben. Ach, gar keins. Das lohnt sich ja nie wegen der Umsatzsteuer. Na, hören Sie mal, irgendetwas müssen Sie doch treiben. Ja, das sagen Sie so leichtfertig. Ich finde doch nicht. Ich fahre mal von einer Beerdigung zur anderen. Das macht ja auch Spaß. Ich mache mal bei den besten Beerdigungen mal jemanden Dichter, mache ich. Aha, Dichter. Nee, nicht Aha, Dichter. Ich bin richtiger Dichter, kein Aha, Dichter. So, sagen Sie mal, wenn Sie richtiger Dichter sind, was dichten Sie denn da? Nur Zinksärge. Na, das ist ja nicht auszudenken. Das geht mir auch so, ja. Hören Sie mal, irgendetwas müssen Sie doch gelernt haben. Ja, früher. Jetzt arbeite ich wieder. Früher habe ich so Tapezierer gelernt, ja. Da haben wir Gesellen die Meister ausgebildet und dann uns. Wir haben immer alle zusammen ausgebildet, ja. So, Tapezierer. Und wie wollen Sie das beweisen? Nur, ich kann ja mal eine kleistern. Unglaublich. Ich fahre also fort. Ach, Sie auch? Wohin denn? Ich meine, ich fahre im Antrag fort. Ach so, ja. Schweigen Sie. Bitte? Sie sollen schweigen. Aha. Geboren. Ich denke, ich soll schweigen. Na, wenn ich Sie etwas frage, müssen Sie natürlich antworten. Immer soll ich antworten, immer soll ich schweigen. Sie wissen wohl selber nicht, was Sie wollen, was? Also, geboren? Ja. Ich will wissen, wo sind Sie geboren? Ach so, im Bett. Na, hören Sie mal, dass Sie mir auf einem Kronleuchter geboren sind, kann ich mir vorstellen. Ja, das wäre von meiner Mutter ein bisschen umständlich gewesen. Extra wegen der 5 Minuten darauf laufen. Nee, wir hatten ja auch gar keinen Lohnkreuchter. Wir hatten bloß vom Weihnachtsbaum noch so eine kleine Stearinfunzel übrig gehabt. Ihre Stearinfunzel interessiert mich ja auch nicht. Na, was fragen Sie da erst? Sind Sie verheiratet oder Witwer? Nee, da machen Sie mal einen Strich durch beides durch, machen eine Klammer hinter und da schreiben Sie einfach unzutreffend. Ich will wissen, ob Sie verheiratet oder Witwer sind. Sie brauchen gar nicht fragen. Ich war Strich durch, Klammer hinter, unzutreffend. Ich wünsche eine präzise Antwort. Verheiratet oder Witwer? Ich bin ja nicht präzise verheiratet. Na, also Witwer. Nee, nicht also Witwer oder Witwer steht hier. Hier steht ja nicht also Witwer. Wenn Sie schreiben also, da kommt der Bogen wieder zurück, da kriege ich die Karte erst schon Pfingsten, da brauche ich sie nicht mehr. Sie müssen schreiben eben hier oder Witwer, nicht wahr? Ja, was ist oder Witwer? Na, oder Witwer, ja, das weiß ich. Da müssen Sie die Behörde fragen. Die hat's ja gedruckt, ich habe sie nicht gedruckt. Die wollen aber absichtlich oder, die konnten ja auch also drucken. Ist ja ein Preis, sind genauso 4 Buchstaben, die wollen aber oder. Also Schreibung oder, Schreibung. Ja, ich verstehe nicht, was heißt oder Witwer? Na, oder Witwer, das heißt so, ich weiß ja auch nicht, aber ich denke also, oder Witwer so wie Wolga-Schiffer sowas. Ach, das ist doch unmöglich. Sie sind also Wolga-Witwer. Nein, machen Sie keinen Quatsch, ich bin Oderschiffer, Oderwitzer, so. Hm? Sagen Sie mal, Sie halten mich wohl für einen vollkommenen Idioten. Nein, dazu kenne ich Sie zu wenig, Herr Vorsteher. Unverschämtheit. So ist es. Also kurzum, wo wollen Sie hinfahren? Ich wollte gerne zu meinem Onkel fahren, der hat doch Silberhochzeit. Und die Silberhochzeit, die ist ja heute gerade, da wollten wir hinfahren, meine Frau auch, ja. Ich will wissen, wohin Sie fahren wollen. Eben zum Onkel, wo die Silberhochzeit direkt da, wo sie stattfindet, da wollen wir feiern, die Silberhochzeit, heute noch, ja. Ich meine, wie heißt die Stadt, wo die Silberhochzeit stattfindet? Ach so, das ist Peuschwitz, Kreis Jauer, südöstlich von Lippe-Detmold am Bodensee, gleich hinter Wien ist das da. Also Sie wollen nach Wien? Nein, Herr Vorsteher, wir wollen auch direkt zur Silberhochzeit. Paul, was ist denn los? Paul, ich habe eben gerade mit dem Onkel telefoniert. Na und? Denke mal, Paul. Was ist denn? Denke mal, die Silberhochzeit, die ist erst im nächsten Jahr.
Was, dieser Schnecks ist ja... Ja. Nun, da können wir ja laufen.